Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Kingdom Come Deliverance. Wir fangen jetzt gleich spannend an und zwar mit dem Angriff und der Belagerung von Thalberg. Also, ich rede jetzt nicht weiter um den heißen Brei, sondern lege sofort los. Wir greifen hier die Westmauer an. Wir durften nicht speichern davor, also ich habe nur am Vortag. Oder nein, in der Früh habe ich gespeichert. Das heißt, wenn wir jetzt hier sterben sollten, dann müssen wir nicht viel neu spielen. Ich hoffe, ich treffe ihn. Komm, bevor meine Ausdauer vorbei ist. Jawohl. Oh, der hat das Schwein gehabt. Und schon wieder ein Schwein gehabt. Simon. Ja, egal. Klettern wir einfach hier rauf. Erledigen wir das wie richtige Ritter. Männer. Oh, das hat ganz böse ausgesehen. Okay, ich laufe mit meinem Trupp mit. Okay. Aha, das sind also nichts aufgetaucht. Das ist natürlich bitter, wenn ich da so reinlaufe. Irgendwer kämpft da gegen mich. Ah, der ist es. Wer ist denn noch? Keiner mehr. Oh, das ist ein schönes Schwert. Schwert des Herodes. Muss ich mir nur holen. Fluchtlos. Und jetzt von Süden. Wir greifen sie von hinten an. Der lebt noch mit einem Pfeil im Hals. Ich, ist natürlich komisch, dass ich da den Bogen ziehe und nicht das Schwert. Was für ein Gedränge. Jawohl. Hat da irgendwer ein cooles Schwert gehabt? Verlässliche Klinge. Nein, kenne ich alles schon. Hinterher. Oh, wir sind im oberen Wehrgang. Da könnten wir doch alle Bogenschützen vernichten, die noch oben sind, aber sind da gar keine mehr. Oder unten. Die schauen sehr bedrängt aus, unsere Leute da unten. Ja, jetzt kommen wir. Oh, ich bin schon wieder irgendwie ungünstig in die Tür. Oh, das war jetzt einer der meinigen. Ja, kann ich da irgendwie einen anderen markieren? Danke. Ich habe eine Axt.
geht schlecht aus. Sag mal, wie lange überlebt er das? Ich überlebe es nicht lange, wenn ich mich nicht erhole. Puh. Das haben wir geschafft. Ich hoffe, das ruckelt jetzt nur hier so und nicht in der Aufnahme. Aber es ist noch nicht vorbei. Herr, wir sollten den Befehl geben. Mal sehen, ob sich István Toss auch aus dieser Situation herausfinden kann. Fordere das Schicksal nicht heraus, Hanusch. István! Es ist vorbei! Sollen wir etwa kommen und dich holen? Davon würde ich abraten, wenn dein Freund Divisch sein Weib lebend wiedersehen will. Und Herr Ratzig? Sind die Geiseln unverletzt? Vorerst, Hanusch, das kann sich jedoch ändern. Das freut mich zu hören. Nun, unser Gast ist ebenfalls unversehrt, wenngleich es ihm danach verlangt, heimzukehren. Ich nehme an, dich ebenso. Es ist ein Weilchen her, seit du dich das letzte Mal an deinem eigenen Feuer gewärmt hast. Ich habe keine Eile. Ich habe reichlich Vorräte, eine schöne Aussicht und gute Gesellschaft. Was will man mehr? Deine Freiheit? Freiheit? Freiheit mit einem Feind in meinem Rücken? Mein Herr, wir sind alle Ehrenmänner hier. Alle an die Ehre gebunden. Ich gebe dir mein Wort als Ritter und Herr. Und das meiner Gefährten. Wenn du Herrin Stefanie und Herrn Ratzig freilässt, dürfen du und deine Männer unbehelligt aus der Burg abziehen. Und wie weit kämen wir wohl? Was nützt es mir, wenn eure Männer uns dann in den Wäldern auflauern? Wenn du mir dein Wort als Ehrenmann gibst, zu verschwinden und nie wiederzukehren, dann garantiere ich dir freies Geleit bis an die Grenze dieses Lehns. Was danach geschieht, liegt an dir und dem Willen des allmächtigen Herrn. Also gut, aber ich will eine Gewährleistung. Ich gebe euch Herrin Stefanie. Aber Ratzig kommt mit mir. Ich lasse ihn in Skalitz frei. Das steht außer Frage. Ist dir unser Wort etwa nicht gut genug? Und was ist mit meinem Wort? Ich schwöre, ich lasse ihn frei, sobald ich in sicherer Entfernung bin. Ich gehe mit ihm, Hanusch. Gib Herrin Stefanie ihre Freiheit zurück. Vater! Keine Sorge, Junge. Ich traue Herrn Ischwans Eigennutz mehr als seinem Wort. Er wird mir ganz sicher nichts antun. Wenn du dir sicher bist, Herr Ratzig? Bereite Pferde und Vorräte vor und befiehl deinen Männern, sich zurückzuziehen. Wir kommen runter. Ihr habt ihn gehört. An eure Arbeit. Und wer diese Waffenruhe verletzt, hat sich vor mir zu verantworten. Herr, willst du ihn wirklich gehen lassen? Ich gab ihm mein Wort, Heinrich. Er ist ein Mörder und ein Lügner. Gute Männer fanden seinetwegen den Tod. Was hält uns davon ab, ihn aufzuspießen, sobald er herauskommt? Unsere Ehre. Wenn du ihn gehen lässt, wird er es wieder tun. Oder Schlimmeres. Gottes Gerechtigkeit wird ihn finden. Dann bekommt er meinen Streitkolben zu spüren. Wenn wir unser Wort brechen, haben wir keine Ehre. Und ohne Ehre sind wir nichts. Hab keine Angst. Dein Vater wird das durchstehen. Wir bringen sie schon noch zur Strecke. Er und seine Männer, welche Männer, er hat ja niemanden mehr. Holt die Pferde! Hier ist sie, wie versprochen. Hier wurde kein Haar gekrümmt. Divisch! Stefanie! Bitte vergib mir, mein Gatte, es tut mir leid. Was denn? Dass ich sie in die Burg ließ.
Oh, komm her, meine Liebe. Dich trifft keine Schuld. Ich hab gedacht, ihr tut was anderes leid. Er sagte, er sei dein Freund. Das spielt keine Rolle. Hat er dir wehgetan? Nein. Ich hoffe, man kann deinem Wort trauen. Sicherlich mehr als deinem. Sollte alles wie vereinbart ablaufen, lasse ich Ratzig in Scarlet 2. Aber wenn ihr uns folgt, stirbt er. Werden wir nicht. Verzeiht, dass ich dich von deinem Vater fernhalte, aber ihr werdet euch schon bald wiedersehen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Schwert. Vermutlich hättest du es nach all dem Ungemach gerne zurück. Was soll's? Weißt du was? Ich behalte es. Als ein Andenken. Es ist nicht vorbei. Ich finde dich. Ich freue mich schon darauf. Ja! Schnell, auf die Zinn. Wir müssen wissen, in welche Richtung sie reiten. Tatsächlich, sie reiten Richtung Scarlets. Aufsitzen, Heinrich. Du hast gehört, was er tut, wenn wir ihm folgen. Wir werden ihm nicht folgen. Wir müssen nur deinen Vater einsammeln. Oder willst du, dass er zu Fuß zurückmarschiert? Nö. Natürlich nicht. Aufgespürt und dich in Vranik eingeschlichen hast. Also ich will damit sagen, gut ab, Heinrich. Ich hätte das nicht gemacht. Ehrlich gesagt, habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich musste es einfach tun. Warum hat er eigentlich so einen billigen Helm auf? Was soll ich ihm sagen? Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Tja, hoffentlich ist er dort. Und wohl auf. Warte, was wirst du jetzt machen? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich keine 3 Tage vorausgedacht. Vielleicht sollte ich allmählich etwas für Ratai und meine Leute tun. Etwas Großes. Aber dafür ist später noch genügend Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt meinen Vater wirklich freilässt. Wie sich die Dinge doch ändern können. Was meinst du? Wie lange kennen wir uns jetzt? Ein paar Wochen? Könnte hinkommen. Davor habe ich den Mädchen in Ratai nachgejagt und du hast Rüben gezogen. Und nun sieh uns an. 2 Veteranen. Ich war Schmiedegeselle und kein Rübenzieher. Läuft aufs Gleiche hinaus. Ich glaube, wir haben dieselbe Rüstung an. Was glaubst du? Wird Toss Wort halten? Er ist ein Adliger. Ja. Wow. Herr Ratzig wird dort sein. Tja, das kann man ja wohl nur hoffen. Tja, nachdem man seinem Wort ja nicht trauen kann, wäre ich nicht drauf eingegangen. Wetten, da kommt jetzt ein Hinterhalt. Keine Spur von ihnen. Weiter. Das sieht geil aus. Freut mich, dass Istvan sein Wort hielt, Herr. Nicht so sehr wie mich, werter Herr Hans. Wir hielten unseres ebenfalls. Istvan hat seinen Vorsprung, aber jetzt ist er freiwillig. Wohin ritten Sie? Gen Norden, aber sei vorsichtig, Herr Hans. Keine Sorge, ich habe doppelt so viele Männer wie er.
Aber ich will euch nicht länger aufhalten. Ich bin mir sicher, ihr habt viel zu bereden. Oh ja. Auf geht's! Geht es dir gut, Vater? Ja, sie behandelten mich ganz gut. Nur mein Pferd raubten sie mir, ich muss zu Fuß zurück. Sieht aus, als wäre es vorbei. Noch lange nicht. Es ist erst vorbei, wenn wir dieses Chaos beseitigt haben. Und diesen Bastard schnappen. Wie konnten wir ihn ziehen lassen? Wäre sein Tod es wert gewesen, dass Herrin Stephanie und ich auch unser Leben lassen? Natürlich nicht. Aber was hielt uns davon ab, ihn nach dem Austausch umzubringen? Ehre? Ehre? Wenn man dem Wort eines Edelmanns nicht trauen könnte, hätte er dem Austausch niemals zugestimmt. Und worin liegt die Ehre, seinen Sohn zu verstoßen? Du weißt, wie es ist. Wir waren jung. Es geschah. Und ich konnte keine gemeine Frau heiraten. Und dann kam dein Vater. Martin, meine ich. Und er kümmerte sich anschließend um euch zwei. Er wusste es? Was? Dass ich dein Vater bin? Natürlich. Er war ein guter Mann. Er nahm dich auf. Aber ich behielt dich im Auge. Sei dir dessen gewiss. Ich weiß so wenig über seine Vergangenheit. Er hat nichts erzählt? Du ähnelst ihm sehr, obwohl ihr nicht gleichen Blutes seid. In deinem Alter begann ihn sein Handwerk zu langweilen. Er zog hinaus in die Welt. Er erlebte viele Abenteuer und kämpfte in einem Krieg. In einem Krieg? Ja, in Polen, glaube ich. Und ich denke nicht, dass es ihm gefallen hat. Deshalb wollte er, dass ich zu Hause bleibe. Deshalb wollte er, dass ich zu Hause bleibe. Ups. Er war eine Zeit lang in Prag und ließ sich dann in Kuttenberg nieder. Offenbar hatte er dort einen Zwist mit jemandem und kam schließlich hierher. Den Rest kennst du. Ich habe ihn geliebt, aber dennoch fühlte ich mich immer irgendwie fehl am Platz. Ich verlor das Einzige, das mir von ihm blieb. Dein Schwert. Ah, das Schwert. Es gehört nicht mir. Es ist dein. Für einen Moment war es greifbar nah und doch so fern. Naja, lässt sich nicht ändern. Beinahe hatte ich es doch. Etwas anderes war mir einfach wichtiger. Womöglich bekommen wir irgendwann die Chance, es zurückzuholen. Die Sache mit Toss ist noch nicht vorbei. Dummerweise. Das wäre mir nur lieb. Ich will nicht nur das Schwert, sondern auch diesen Bastard, Istvan. Und dann suche ich diesen deutschen Hurensohn, der Skalitz niederbrannte, und erschlage ihn damit. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Und seinen Namen. Markwart von Aulitz. Das ist ein edles Vorhaben, mein Sohn. Doch vergiss nicht, es gibt andere Dinge in dieser Welt, für die es sich zu leben lohnt. Als da wäre? Sieh dich mal um. Ein blauer Himmel, weiches Gras unter den Füßen, guter Wein, ein hübsches Mädchen, ein gutes Gespräch mit Freunden und ein gesundes, wackeres Ross. Dafür lohnt es sich zu leben. Obwohl ich nicht abstreiten kann, dass das Schwein für die Ermordung deiner Mutter bezahlen muss. Auf Kosten der anderen Dinge sollte man sich jedoch nicht zu sehr damit beschäftigen. Wo wir von Rössern sprechen. Wir werden wohl wie die Templer reiten müssen. Und das heißt? Zu zweit. Eines Tages erzähle ich dir von ihrem Siegel. Du kannst vorne sitzen. Und wo ist mein Pferd? So habe ich es mir immer vorgestellt, meinem Sohn das Reiten beizubringen. Wäre einfacher, wenn du etwas kleiner wärst. Meine Güte, heute ist wirklich jeder unterwegs. Wer das wohl ist? Ich denke, ich weiß es. Markgraf Jobst. Der Vetter des Königs. Ich frage mich, was er will.
Wir werden es bald herausfinden. Ernsthaft? Das war's? Es hat sich schon sehr nach Ende angefühlt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich bin sprachlos. Naja, da kann man ja annehmen, dass es da eine Fortsetzung geben wird. Aber das war ja eh schon angekündigt. Und... Das ist für mich wie... Für mich wie in einem Film. Oh ja, da scheint einer gestorben zu sein. Andrei Jarovski, Sounddesigner. Ja, im Kino, da gehen ja alle dann sofort aus dem Saal, wenn der Film fertig ist. Ich bleib meistens einfach sitzen und warte, bis auf der Abspann vorbei ist. Ja, wir können die Zeit jetzt auch ein bisschen nutzen. Ich könnte ein kleines Resümee ziehen, so aus dem Stegreif. Was soll ich sagen? Das habe ich schon mal erwähnt, dass es ein bisschen anders ist, als ich mir das vorgestellt habe, das Spiel. Nämlich an vielen Punkten folgt es dem Realismus dann natürlich nicht so stark, aufgrund der Spielbarkeit einfach, weil es ja auch ein Spiel sein soll und es hat sehr viele klassische Rollenspielelemente drin, wo ich mir gedacht habe, dass sie das vielleicht auch anders machen. Aber grundsätzlich finde ich den Weg, den sie gehen, extrem cool. Und die Musik ist ja schräg. Weil einfach eben dieses mehr auf den Realismus Wert legen eben eine andere Ebene an Spannung bringt und eben langweilige Dinge interessant werden lässt. Was mir sehr gefällt. Also ich mag das. Und ich kann mich besser in die Sache hineinversetzen. Ich habe sicher ganz viele Nebenmissionen nicht gemacht, die man machen könnte. Und der Wiederspielwert ist auf jeden Fall da und ich würde sicher einiges anders machen und auch einige Entscheidungen anders treffen. Und ja, ich bin gespannt. Sie bringen ja da sicher auch ein paar Add-ons raus, wo dann halt vielleicht ein weiblicher spielbarer Charakter ist. Vielleicht eben die Theresa oder so am Anfang. Oder eben ein Hund, also ein, ja, sag mal da. Ein Hund, Begleiter, einen Begleiterhund. Begleiterhund, das klingt blöd. Da gibt es sicher einen Namen dafür, einen Companion. Also, bin gespannt, was sie sich noch einfallen lassen. Ich bin auch gespannt, wie lange es dauert, bis der zweite Teil rauskommt. Und was sie da beim zweiten Teil neu machen werden, also was sie da verbessern werden. Ob sie da neue Mechaniken einbauen und vielleicht, ja, ob sie die Grafik verbessern. Und bin sehr gespannt, oder ob das einfach mehr oder weniger gleich aussehen wird und einfach halt die neue Geschichte ist. Ich meine, an der Mechanik werden sie sicher optimieren und verbessern, aber ja, wie viele neue Sachen bringen sie rein beim nächsten Teil? Und wie lange dauert es? Was haben die da für einen Zeitplan? Also ich habe mich dazu noch nicht informiert. Ich weiß nicht, ob es da schon Informationen draußen gibt, wann der nächste Teil kommt und wann man damit rechnen kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil und dann werde ich natürlich selbstverständlicherweise auch Let's Playen. Tja. Eigentlich hat es ja ganz gut funktioniert und die kleinen Bugs,
Die haben ja auch irgendwie den Charme ausgemacht, ein bisschen. Und eben diesen Gothic-Effekt eigentlich wieder hervorgerufen. Und zwar nicht vom Dreierteil, der ja fast unspielbar war zu Beginn, sondern vom ersten Teil. Die hatten ja auch einige Bugs. Und manche Dinge musste man dann irgendwie umgehen oder irgendwie anders lösen. Oder eben neu spielen. Aber alles in allem hat es funktioniert, eben das Gothic 1 und 2 und war was Neues und hatte neue Ansätze und ja. Ich finde, es hat mich irgendwie erinnert. Es ist irgendwie das neue Gothic, irgendwie das moderne Gothic, sagen wir so. Und ja. Was soll ich noch sagen? Ich hab's sehr genossen eigentlich. Das mit dem Let's Playen war ein bisschen stressig, weil es ja auch mein erstes Let's Play war und ich nicht gewusst habe, was mich hier erwartet. Aber es war trotzdem ein Riesenspaß. Und jetzt ist es vorbei. Die Geschichte ist an ihrem Ende angelangt. Kann man da jetzt eigentlich noch weiter rumlaufen in der Welt oder ist es einfach vorbei? Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ich drücke hier nämlich auf Escape. Schlägst dich gut, Junge. Vater. Na komm. Du weißt, der bin ich nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich vermisse dich und Mutter. Ich vermisse euch sehr. Es wird alles gut. Wir sind stolz auf dich. Weshalb? Ich ließ euch im Stich. Verlor das Schwert und ließ diesen Bastard entkommen. Sei nicht so hart mit dir selbst. Es gab nichts, was du tun konntest, um uns zu retten. Aber du, Junge, du musst weiterleben. Das Schwert ist egal. Es ist nur ein Gegenstand. Du wolltest nicht, dass ich kämpfe. Jetzt sieh mich an. Dich dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Du hast das Richtige getan. Ich muss dich jetzt verlassen. Nein, bitte. Du weißt, ich kann nicht bleiben. Sehen wir uns jemals wieder? Wer weiß. Mach sie stolz. Geh nicht. Geht nicht. Nein. Wovon zum Teufel hast denn du geträumt? Du wolltest gar nicht aufwachen und es ist schon Nachmittag. Herr Ratzig will dich in der oberen Burg sehen. Die Herren beraten sich mit Jobst. Ja, gut. Bin schon unterwegs. Sonst noch was? Ach, nichts, nur ich weiß nicht mehr, wie ich dich anreden soll. Urplötzlich bist du Herrn Ratzigs Sohn und gehörst damit auf einmal zur adligen Gesellschaft. Und ich bin nur ein einfacher Mann. Ach, komm schon, du Blödmann. Sehe ich so aus wie ein edler Herr? Nicht wirklich.
Du bist so wenig Herr wie ich eine Nonne. Und in der Kutte sehe ich nicht besonders gut aus. Verschwinde, Mann! Sonst kommst du noch an den Schandstuhl. Sieh an, den Epilog darf man noch spielen. Na, es war ja dann doch nicht vorbei. Oder wollen sie mich einfach nur verarschen? Nee, Quest heißt ja auch Epilog. Finde ich gut, dass sie nicht einfach so aufhören. Die obere Burg, okay. Gehen wir in die obere Heinrich, Burg. Was ist denn? Was für ein schöner Tag. Ah. Ist das dein Ernst? Wo ist mein Pferd? Ich will mein Pferd. Da ist mein Pferd. Hallo Pferdchen. Wie sehe ich denn aus? Ganz verdreckt. So kann ich nicht auftauchen. Also was wir jetzt noch machen werden. Wir werden uns jetzt noch selbstverständlich auf Vordermann bringen. Schön waschen. Vielleicht ziehen wir dann auch feine Kleider an. Ich weiß nicht. Oder ich gehe in der Rüstung. Ohne Helm. Aber den lasse ich jetzt auch waschen. Liebe Waschfrau, Zuber Dame. Ich möchte. Was hättest du denn? Ein. Gut. Du. Das machen wir ganz schnell. Da wird nicht lange gefackelt. Der Epilog. Ja, das ist schön zum Ausklingen. Die ganze Geschichte. Also, wir werden jetzt einmal unseren Helm abnehmen. Und dann werde ich dafür diesen Chaperon anziehen. Und Waffen brauchen wir jetzt auch keine mehr. Also zumindest nicht so. Das Schwert des Herodes. Das ist auch ein super Schwert und ein schönes Schwert. Das werde ich schon anlegen. Aber die werde ich wegtun. Und natürlich der Bogen, das sieht auch behindert aus. Pfeile sind eh keine ausgewählt. Jawohl. So traue ich mich doch. So traue ich mich doch dazu dieser Besprechung. Ach, dass wir den Epilog noch spielen können. Aber das mache ich jetzt alles in einer Folge. Und wenn sie eine Stunde lang wird und 1,5 Tage zum Hochladen braucht, ist mir jetzt egal. Und weil ich jetzt weiß, dass wir nicht mehr lange in dieser schönen Welt verweilen werden, reite ich ganz langsam durch das Dorf. So wie ich das in echt auch machen würde. Frage zu viel. So, nein, das ist ja Quatsch. Wenn ich zu viel trage, wisst ihr, was ich dann mache? Ich verkaufe es. Ich meine, wir sind hier direkt neben dem Waffenschmied. Hallo. Gott schenke dir Gesundheit. Vielen Dank, vielen Dank. Das sieht ja schräg aus. Ich sollte vermutlich die Kettenhemdmütze abziehen. Lass uns handeln. Kriegshammer brauchen wir nicht. Das auch nicht. Gut. Nein. Reparatur. Lass mir auch noch alles reparieren. Okay, oje. So. Brot, Brot, Knoblauch, Semmel, Zwiebeln, Pilze und Spargel. Traut euch nur, kommt her. Er kann vermutlich besser reparieren. Grüß Gott.
Ja. Ja, von mir ist die auch noch. Ah ja, und die ziehen wir jetzt aus, weil das sieht ja einfach nur dämlich aus. Mit der Kettenhaube. Und den brauchen wir auch nicht. Aber sein Halskettenhemd wäre natürlich noch schön. Dann kaufen wir uns doch schnell eins. Das hast du doch sicher dabei. Rüstung. Einfach nur so ein Kettenhemd. Gibt es nämlich eins, das keine Haube ist, sondern einfach nur über den Hals geht. Aber er hat sowas auch nicht. Na dann. Muss ich halt so einen hässlichen Kragen haben. Aber das lassen wir jetzt auch noch reparieren. Ehrenwerte Grüße. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, der ist ja schon ganz zerstört. Okay. Handel abschließen. Ah, und wisst ihr, was ich mache? Ich ziehe mich noch ein bisschen um. Wobei, es sieht schon geil aus. Aber wie wär's eigentlich, wenn ich, Kettenbeinlinge ausziehe? Dann bräuchte ich jetzt noch Stiefel. Gehört das zu Ausrüstung? Da können doch die Stiefel auch dazu. Aber ich habe gar keine Stiefel. Dann werde ich mir halt jetzt Stiefel besorgen. Ah ja. Und natürlich möchte ich hier den verzierten Gemison anziehen. Gefärbter bayerischer. Wo habe ich den? Ach, den habe ich wahrscheinlich in meiner Kiste. Ein Genuss für euch und die Familie. Wie spät ist es denn? Zwiebeln scharf wie ein Schwert und Knoblauch der böse. Noch vor 12. Also reiten wir nochmal zu unserer Kiste. Das muss jetzt einfach sein. Das müssen wir jetzt genießen. Ich will da auftauchen und schnieke aussehen. Wie ein edler Herr. Also hier haben wir doch sicher den Gambison. Und da haben wir auch den blauen Choupon. Was mache ich da so? Hier. Da haben wir doch sicher den edlen Gambison, oder? Den Warhorse Gambison. Habe ich den verkauft? Ich narr. Ja, dann müssen wir uns dann halt neu kaufen. Hilft nichts. Und Schuhe. Gibt es hier einen Schuster? Kaufen wir uns schöne Schuhe. Ich glaube, ich war in dem ganzen Spiel noch nie beim Schuster. Ah doch, einmal. Ich habe nie meine Schuhe geflickt. Der hat doch sicher einen schönen Gambison. Einen edlen. Lass uns handeln. Brocat Pourpoint. Ich suche eigentlich einen edlen Gambison. Kein Pourpoint. Schwerer Gambison. Grüner Wams. Ha. Ich habe gar keinen schönen Gambison. Wie sieht denn das aus? So, das ist doch runter. Aber das sieht auch gut aus. Aber das. Okay. Der ist auch da runter. Nein, der ist darüber. Drüber, drunter. Aber der sieht auf jeden Fall besser aus als das, was ich jetzt im Moment drunter anhabe. Ist der drüber? Ja, der ist drüber. Okay. Ja, der sieht doch schön aus.
Leiper Adels. Und der rote, ist der auch drüber? Der ist drüber. Der ist darunter. Und wie viel kostet der des Adels da? Und da kostet ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich viel. Wo ist jetzt die Musik? Ich will Musik. Ach, mir gefällt der Schwarze besser. So. So. Sind zu schwer. Ich habe Arbeitsstiefel. Dunkler schlesischer Gambeson. Wo haben wir denn? Hier. Jawohl. Ach so. Die brauchen wir auch nicht, die Panzerhandschuhe. Aber wir bräuchten schöne Handschuhe. Woher? Oh, ich habe ja Reiterstiefel. Na dann. Ein verziertes Hemd. Das habe ich vorher nicht gesehen. Warum nicht? Jetzt fehlen mir nur noch Handschuhe. Wo bekomme ich solche Handschuhe? Laufen wir nochmal darüber. Vielleicht hat er ja Handschuhe. Hallo. Lass uns handeln, lieber Freund. Verziertes Kriegswams. Er hätte sowas. Sieht natürlich auch irgendwie geil aus. Das sieht auch cool aus. Schwere Brigadine-Shooterplatten. Ach ja, da hätte ich viel mehr Zeit mit sowas verbringen sollen. Wobei, das wäre vielleicht zum Zusehen langweilig gewesen. Aber er hat keine Handschuhe. Okay, deswegen bin ich hier. Oder doch? Nein. Nur vernietete. Ja, ich fühle mich eigentlich soweit fertig, bis auf die Handschuhe, die fehlen noch. Achso, er will nur so schnell reiten. Ich habe ja keinen Stress. Ja, ein bisschen Stress habe ich schon. Reiten wir nochmal schnell zum Schuster. Wo ist er denn? Hier. Vielleicht hat ein Schuster auch Handschuhe. Schuster, bitte rede mit mir. Ich hoffe, ich... Natürlich. Okay, ja, tatsächlich nur Stiefel. Naja. Edle, dunkle Schuhe. Oh, die sehen auch geil aus. Aber die anderen passen irgendwie besser zur Hose. Gut. Wir reiten einmal hinaus und reiten wieder hinein. Ja, für den nächsten Teil von Kingdom Come Deliverance, da wünsche ich mir, dass da mehr Leute mit Pferden unterwegs sind und dass da Wagen auch mit Wagen unterwegs sind und... Ah, Heinrich, gehst du etwa auch zum Treffen mit Markgraf Jobst? Ja, stimmt. Was ist mit Istvan? Ich nehme an... Dass er uns entwischt ist? Richtig. Denn hätten wir ihn, wärst du der Erste, der es wüsste. Aber keine Sorge, wir kriegen ihn noch. Ich hoffe, du hast recht. Wie auch immer, lass uns sehen, was Jobst von uns will. Schon ein bisschen doof, dass wir genau dieselbe Rüstung anhaben. Meine Herren, möge Gott euch segnen. Dich ebenso, Herr Kapern. Das ist mein Sohn, Heinrich. Ich wusste nichts von einem Sohn, Herr Ratzig. Es war auch für Heinrich eine Überraschung. Dieser werte Herr ist Johann der Zweite von Liechtenstein, Mitglied meines Rates. Eine Ehre, meine Herren.
Tretet näher! Markgraf wollte uns eben den Grund seines Besuchs verraten. Euer Gnaden? Hochverehrte Herren, wir sind uns sicher einig. Die Unruhen müssen ein Ende haben. Das Land braucht einen König. Die Frage ist, welchen König? Mein Vetter, Wenzel der Vierte, der gefangen gehalten wird. Ich gebe zu, deine Antwort überrascht mich ein wenig, mein Herr. Wenn ich richtig informiert bin, hieltest du es bis vor kurzem mit deinem Vetter Sigismund. Das streite ich nicht ab. Mein Standpunkt war stets deutlich. Aber die Zeiten haben sich nun mal geändert. Was genau hat sich geändert, euer Gnaden? Nun, in einer Sache stimmen wir ohne jede Frage überein, nämlich der, dass König Wenzel seines Vaters Gabe für das Regieren nicht geerbt hat. Leider haben seine Misserfolge Böhmen, den Adel und unsere ganze luxemburgische Familie viel Kraft und Geld gekostet. Wie konnte es der König so weit kommen lassen, verdammt! Es ist seinem Charakter geschuldet. Ihn interessieren nur Wein, Frauen und die Jagd. Er ist ein König, der nie König sein wollte. Warum überließ er die Krone dann nicht seinem Bruder? Junger Herr, die Krone lastet schwer, wenn es gilt, Pflichten zu erfüllen. Aber sie aufzugeben, bedeutet auch die Aufgabe von Privilegien. Aber er hat seinem Bruder Macht überlassen. Als die Dinge aus dem Ruder liefen, bat Wenzel seinen Bruder Sigismund, die Ordnung wiederherzustellen. Heißt das etwa, Wenzel hat Sigismund hergeholt? Mir dreht sich so langsam der Kopf. Es ergibt mehr Sinn, als man denken mag. Sigismund wollte die Macht des Hauses von Luxemburg wiederherstellen. Er glaubte, wenn er Wenzel hilft, die Kaiserkrone zu erlangen, würde dieser ihm mit Sicherheit zum römisch-deutschen Thron verhelfen. Und das Regieren des Reiches und Böhmens ihm überlassen. Während Wenzel weiterhin das tun würde, was er am besten kann, und zwar das Leben am kaiserlichen Hof genießen. Warum wurde Wenzel nicht zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt? Er wurde doch schon vor langer Zeit gewählt. Er hätte sich doch nur noch vom Papst die verdammte Krone aufsetzen lassen müssen. Wer weiß, vielleicht zog er es vor, auf die Jagd zu gehen und Zeit mit Zuberdirnen zu verbringen, anstatt mit dem Papst. Zugegeben, das würde ich auch. Sigismunds Plan hört sich stimmig an, aber so ist es wohl nicht gelaufen, nicht wahr? Für eine Weile schon. Sein Bruder und er trafen eine Übereinkunft. Sigismund übernahm von ihm die Verwaltung des Reiches und bereitete unverzüglich Wenzels Reise nach Rom zur Krönung vor. Doch dann begriff Wenzel, dass er nur eine Marionette mit einer Krone wäre. Ich muss sagen, Markgraf Jobst, Wenzel und Prokop verhielten sich wie unartige Kinder, die eine gute Tracht Prügel gebraucht hätten. Da würde Sigismund zustimmen. Er plante bereits seine Herrschaft über Böhmen, aber Wenzel machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, er verlor die Geduld und wollte Wenzel zur Krönung zerren, egal wie der sich dagegen wehrte. Wie ein unartiges Kind, könnte man sagen. Also entführte er ihn und deinen Bruder Prokop, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Und du hast ihm geholfen. Hab ich nicht recht? Ja, meine Herren, ich war dort, als Sigismund Prokop entführte. Ich dachte, dass sich die Dinge regeln lassen würden, dass wir meinen Bruder zur Vernunft bringen könnten. Doch Sigismund hatte sich in den Kopf gesetzt, dem Streit ein für allemal ein Ende zu setzen, koste es, was es wolle. Und ich konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier bin. Das Schlimmste ist, dass alles vergebens war. Der Aufstand wurde nicht beendet, nein, im Gegenteil, er eskalierte. Und das Chaos, in dem wir nun stecken, ist die Folge davon. Das ist wohl wahr, Herr. Aber ich muss zugeben, ich verstehe deinen Standpunkt nicht. Der König ist unfähig und wir sollen ihn beschützen? Die traurige Wahrheit ist, dass wir trotz Wenzels vieler Fehler keinen anderen Kandidaten haben. Also müssen wir mit seiner Faulheit auskommen. Ha, immerhin mag das Volk ihn. Aber was sollen wir nun tun? Sigismund hat die Herrenvereinigung hinter sich. Otto von Bergo, Heinrich von Rosenberg. Die Situation ist absolut außer Kontrolle. Auch die Adligen der Herrenvereinigung sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Sigismund die völlig falsche Wahl war. Also ist Bergo jetzt auf unserer Seite? Sollen wir mit ihm eine Armee aufstellen und uns Sigismund zur Schlacht stellen?
Wir sind nicht in Ungarn. Diese Dinge können elegant gelöst werden, ohne unnötige Feindseligkeiten und Kosten. Ich habe eine Allianz ausgehandelt mit den ungarischen Bischöfen, den polnischen und natürlich dem tschechischen Adel. Gegen Sigismund. Er verliert jeden Tag mehr an Einfluss und deshalb brauche ich auch eure Hilfe. Hilfe welcher Art? Sigismund befehligt eine riesige Armee und viele stehen ihm vermutlich immer noch bei. Hast du eine fähige Armee zur Verfügung? Nein, das ist nicht das, was ich damit meine. In Ungarn gab es einen Aufstand gegen Sigismund und ein bisschen habe ich damit zu tun. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er die böhmische Krone will, was ein äußerst riskantes Unterfangen wäre, oder sich doch lieber an die ungarische klammern will. Beide bekommt er nicht. Und in Ungarn erwartet ihn ein harter Kampf. Ob er diesen gewinnt, ist fraglich. Und Rosenberg und Bergo wissen das auch. Sie sind nämlich nicht dumm. Wenn sich der böhmische Adel vereint, dann werden sie fallen. Darauf haben wir kaum Einfluss, Markgraf. Ratzig hier hat nach seinem Bündnis mit Wenzel alles verloren. Herr Divisch, er ging es beinahe ebenso. Und sogar Ratei ist gegen Sigismunds Truppen wehrlos. Außerdem, euer Gnaden, ist König Wenzel in Wien in Gefangenschaft. Von dort aus kann er nicht regieren. Was schlagt ihr also vor? Mit verschränkten Armen dazusitzen, bis ganz Böhmen zu Asche verbrannt ist, wie Skalitz? Dieser sinnlose Krieg muss ein Ende finden. Weißt du denn, Herr, wie der wahre Standpunkt der Herrenvereinigung aussieht? Tja, es steht im Moment leider nicht zum Besten zwischen uns. Du musst sie also selber fragen. Aber ja, warum eigentlich nicht? Ich besuche Bergo auf seiner Burg und höre mir an, was er zu sagen hat. Das ist gar keine so schlechte Idee, junger Herr. Richtig. Aber sehr riskant. Ich bezweifle, dass Bergo einem blaublütigen Boten schaden würde. Du hörst dir an, was er zu sagen hat und was die Herrenvereinigung plant. Danach entscheiden wir, wie wir weiterverfahren. Ich helfe dir, einen Brief zu verfassen. Ich hätte gern Heinrich dabei. Warum nicht? Er hat sich als sehr fähiger Ermittler erwiesen und ist auch eine gute Leibwache, falls etwas schiefläuft. Und ich schicke Herrn Johann hier als mein Auge und Ohr nach Kuttenberg. Ich denke, beide Berichte werden uns in dieser Situation weiterhelfen. Wann wollt ihr los? Sobald ich gepackt habe. Gut. Markgraf Jobst und ich verfassen den Brief. Bereitet euch vor, wir treffen uns hier wieder. Heinrich. Es wäre wohl das Beste, in deinem Namen zu schreiben, als Herr von Leipa. Ganz recht, Markgraf. Was genau soll ich schreiben? Nicht was, sondern eher wie ist die Frage. Wir müssen erfahren, wie sie zur Befreiung des Königs und Sigismunds Sturz stehen. Also ob sie Ärger machen oder uns beistehen würden, aber... Aber wir müssen es so formulieren, dass Herr Capon nicht aus der Burg gepeitscht wird. Richtig. Wie wäre es damit? Du bist ob der gegenwärtigen Situation besorgt und willst das befrieden. Bernhard, was hältst du von Markgraf Jobst? Nach dem, was ich über ihn gehört habe, würde ich ihm kein Stück trauen. Ich auch nicht. Vertraue keinem, der derart gern sein Mäntelchen nach dem Wind hängt. Genau. Und die Sache mit Prokop kaufe ich ihm nicht ab. Er hat seinen eigenen Bruder hintergangen. Der Rest ist nur Gefase. Welche Schritte Sie erwägen, um die Plünderungen Böhmens durch landfremde Heere zu beenden? Ich weiß nicht, wo ich zuhören soll. Ich laufe da hin und her. Ich soll mit meinem Vater reden, also rede ich mal mit meinem Vater. Zur Initiative von Markgraf Jobst von Mähren und einem Großteil des böhmischen Adels. Du hast also eine Mission vor dir? Ja, ich freue mich drauf. Ich will deinen Eifer nicht schmälern, mein Junge, aber sei vorsichtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer weiß, was geschieht. Und Bergo ist sicher kein Heiliger. Keine Sorge. Ich weiß, du hast bewiesen, dass du gut zurechtkommst. Aber sei bitte vorsichtig. Du reist als Herrn Capons Leibwache. Du musst Sorge tragen, dass ihm nichts zustößt. Halte die Augen und Ohren offen. Was Bergo euch erzählt, ist eine Sache. Was du siehst, vielleicht eine ganz andere. Sei versichert, Vater.
und lasst dich in nichts verwickeln. Überbringt den Brief, hört euch die Antwort an und kehrt zurück. Ja. Also gut, Bergo ist auf Burg Troski. Du wirst überrascht sein, wenn du sie siehst. Sie ist eine der schönsten dieses Landes. Sie liegt 3 Tagesritte von hier entfernt. Wenn ihr nicht auf Schwierigkeiten stoßt, solltet ihr bald zurück sein. Irgendwelche Fragen? Oh, eine ganze Menge Fragen, wie es aussieht. Fangen wir mal mit der ersten an. Was die Luxemburger betrifft. Ich finde diese ganze Luxemburger Sippschaft ehrlich gesagt ziemlich verwirrend. Die Luxemburger regieren das Kaiserreich und Böhmen seit fast 100 Jahren. Kaiser Karl brachte diesem Landstrich Wohlstand. Solange er an der Macht war, ging es uns großartig. Wenzel und Sigismund sind seine Söhne, aber von 2 Müttern. Jobst und Prokop sind ihre Vettern. Sie wurden damit betraut, Mähren zu regieren. Doch stattdessen befehden sie sich seit Jahren und nun liegt auch Sigismund mit Wenzel im Streit. Wenzel hatte noch einen Bruder, Johann von Görlitz. Er war der Jüngste und wurde womöglich vergiftet. Sie scheinen ein hitzköpfiges Geschlecht zu sein. Es ist schwierig, über sie im Bilde zu bleiben, denn sie wechseln ihre Verbündeten von einem Tag auf den anderen. Wow, was für eine Geschichte. Wer ist dieser Jobst wirklich? Der Vetter von König Wenzel und der Markgraf von Mähren. Aber ich gebe zu, ich durchschaue ihn auch nicht. Bis vor kurzem hielt er es mit der Herrenvereinigung. Eine Weile stand er sogar auf Seiten Rupprechts von der Pfalz gegen den König. Und nun hat er seine Loyalitäten schon wieder verdreht. Ich weiß nicht warum und bin mir daher nicht sicher, ob er edle Beweggründe hat. Man sollte ihn gut im Auge behalten. Trotz allem ist er momentan der Anführer der Rebellion gegen Sigismund. Wir müssen eben abwarten, was weiter passiert. Ich bin besorgt, weil viele Leute so wenig von König Wenzel zu halten scheinen. Du kennst ihn doch, oder? Wie ist er wirklich? Ach, das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber gewiss ist er ein hervorragender Jagd- und Trinkkumpan. Er kann jedoch äußerst aufbrausend und ungestüm sein, wenn ihm etwas missfällt. Er ist nicht zum König geboren und findet sein Amt ermüdend. Aber hat man das Zepter erst ergriffen, kann man nur schwerlich wieder davon lassen. Er kann nicht einfach abdanken. Du hast ja gesehen, was passiert, wenn der König ein paar Monate verschwindet. Besser ein schlechter, aber rechtmäßiger König als ein Krieg um den Thron. Ha. Wer ist dieser Prokop, von dem Jobst sprach? Jobsts Bruder und des Königs Vetter. Prokop und Jobst haben sich jahrelang um Mähren bekriegt. Dann waren sie eine Zeit lang Verbündete, hintergingen Wenzel und stellten sich auf die Seite Rupprechts von der Pfalz. Doch nachdem Sigismund Wenzel entführte, trat Prokop eine Revolte gegen ihn los und Sigismund nahm ihn ebenfalls gefangen. Politik. Denk darüber, was du willst. Ich für meinen Teil kann mir meist keinen Reim darauf machen. Wow, dass wir erst jetzt diese ganzen Informationen kriegen. Wer sind die Herrenvereinigung und dieser Bergo, zu dem wir reiten werden? Die Herren der mächtigsten Häuser, Heinrich von Rosenberg, Otto von Bergo, Heinrich von Neuhaus und andere, sie waren ungehalten darüber, dass sich ihr Einfluss schmälerte, als Wenzel Adlige niederen Ranges um sich scharte. Vor Jahren entführten sie den König, um ihm ihren Willen aufzuzwingen. Damals kamen sie damit durch, und nun haben sie sich Sigismund angeschlossen und tun es wieder. Aber es scheint mir, dass Sigismunds Verhalten ihnen mittlerweile auch langsam missfällt. Warten wir ab, was Bergo dazu zu sagen hat. Ja. Ich weiß nur wenig über Sigismund. Er ist der jüngere Bruder des Königs und rechtmäßiger König von Ungarn. Vor 7 Jahren führte er einen Kreuzzug gegen die Türken und verlor bei Nikopolis. Manche sagen, es war der Leichtsinnigkeit der französischen Ritter geschuldet, die fast alle grausam starben. Sigismund ist ehrgeizig und fähig, vielleicht wäre er sogar ein besserer König als Wenzel. Aber er ist auch grausam und arrogant, wie wir selbst erlebt haben. Bis vor kurzem wurde er vom ungarischen Adel gefangen gehalten. Sie können ihn genauso wenig leiden wie manche tschechische oder deutsche Adlige seinem Bruder Wenzel. Ironischerweise schloss Wenzel sich Jobst an, um Sigismund zu befreien. Und so dankte es Sigismund seinem Bruder. Es besteht kein Zweifel. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Tja, und auch diese Verstrickungen der Adeligen. Ich habe mir gerade gedacht, eigentlich wäre es ja sinnvoll gewesen, die ganzen Informationen am Anfang zu bekommen. Aber logisch
ist, dass wir das jetzt erst erfahren, weil wir ja jetzt eigentlich erst zum Adel aufgestiegen sind und dann eben die ganzen Sachen aus dieser Perspektive sehen dürfen können. Ruprecht von der Pfalz. Diesen Namen kannte ich bis vor kurzem nicht. Ruprecht ist der Kurfürst der Pfalz. Was ist denn ein Kurfürst? Die Kurfürsten sind die Würdenträger des Heiligen Römischen Reiches, denen das Recht obliegt, den römisch-deutschen König zu wählen, welcher dann vom Papst gekrönt wird. Ruprecht riss den Titel mit Hilfe von 3 weiteren Kurfürsten an sich, obwohl Wenzel bereits zum König ernannt worden war. Einige Adlige erkannten Ruprecht an, doch als er sich nach Rom begab, um sich krönen zu lassen, endete es in einem Fiasko. Nun versucht er sein Möglichstes, um Wenzel dazu zu bewegen, ihn anzuerkennen, doch bisher ohne Erfolg. Also haben wir jetzt 2 römisch-deutsche Könige. Jobst stand eine Weile auf Sigismunds Seite, änderte seine Meinung dann jedoch, scheint, als täte er das öfter. Ja. Dieser junge Mann, Johann von Liechtenstein. Damit wir alles durch haben. Die Liechtensteiner sind eine mächtige österreichische Familie mit Besitztümern in Österreich und Mähren. Herr Johann sitzt in Jobsts Rat. Da sich der König in Wien in Gefangenschaft befindet, ist es sicher sinnvoll, sich mit mächtigen Österreichern zu verbünden. Könnte nützlich sein. Okay. Das war alles. Nun gut, nimm Hanuschs Brief und viel Glück, mein Sohn. Was hältst du von all dem, Herr Divisch? Was zum Teufel? Ich glaube, das ist ein guter Brief, meine Herren. Ohne Zweifel. Man kann nicht herauslesen, ob wir Sigismund unterstützen oder bekämpfen. Ich muss zurück nach Brünn, aber bald werde ich nach Brandenburg reisen und auf dem Rückweg hier Halt machen. Bis dahin sollte Herr Capon zurück sein und dann besprechen wir alles Weitere. Gut. Aber bevor du gehst, werter Herr, es gibt da noch etwas, das mich beschäftigt. Warum kam Sigismund als Feind zu uns? Das ergibt keinen Sinn. Mein gnädiger Herr, wenn ich das erklären dürfte. Oh, ja bitte, erleuchtet uns, junger Herr. Ich lebe nicht weit von Ungarn entfernt, wo Sigismund regiert. Es ist ein wildes Land. Ständig im Krieg mit den Türken, das hat die Menschen abgestumpft. Sie brauchen einen Monarchen mit eiserner Hand. Als Sigismund hier eine Rebellion witterte, agierte er dementsprechend. Doch seine Vorgehensweise mit den ungarischen Adeligen funktioniert hier in Böhmen nicht. Ordnung zu schaffen ist eine Sache. Barbaren rauben und brandschatzen zu lassen, eine andere. Was soll das bringen, frage ich mich. Sigismund hat dem böhmischen Adel zunächst die Chance gegeben, sich auf seine Seite zu stellen. Erst als sie abgelehnt haben, hat er die Geduld verloren und das Schwert in die Hand genommen. Und was die Barbaren angeht, er kann sich nichts Besseres leisten. Der ungarische Adel hätte mit diesem Feldzug in Böhmen absolut nichts zu gewinnen. Folglich hatte er für eine richtige Armee kein Geld, also musste er die Kumanen rekrutieren. Was er ihnen nicht zahlen kann, das plündern und stehlen sie eben. Nur reichte es selbst den Kumanen letztendlich nicht. Deshalb überfiel er Kuttenberg und Skalitz. Er hatte es auf das Silber abgesehen. Das ergibt Sinn. Meine Herren, wie weit seid ihr mit dem Brief? Er ist fertig. Dann können wir losreiten. Denk daran, was wir gesagt haben, Junge. Überbringe nur den Brief. Hör dir die Antwort an und komm umgehend zurück. Verärgere Berghoff auf keinen Fall. Verärgern? Ich? Niemals, Onkel. Wir sind in ein paar Tagen zurück. Leb wohl, meine Herren. Komm, Heinrich, die Männer warten. Gute Reise wünsche ich. Glückwunsch, so ist das also. Das ist das Ende. Komm schon, Heinrich, meine Männer stehen schon im Hof. Wir können los. Also, wenn ich jetzt mit ihm losreite. Hä?
Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ja, ja. Wenn ich jetzt mit ihm losreite, dann ist das Spiel zu Ende. Was ist denn? Und das machen wir jetzt auch. Denn ich möchte euch natürlich zeigen, wie das Spiel aufhört. Und weil ich mich selber noch ein bisschen in der Welt tummeln kann, das kann ich ja jederzeit einfach machen. Hier, das ist mein Pferdchen. Setzen wir uns auf das Pferdchen. Vermutlich muss ich nochmal mit ihm reden, damit das dann auch aktiviert ist. Können wir aufbrechen, Heinrich? Ja, kann's kaum erwarten. Nun denn, aufsitzen! Der Herr von Bergo wird sich sicher freuen. Jawohl. Wir dürfen wieder etwas reiten. Hauptmann Bernard steht gar nicht da. Wie lebt es sich als hochwohlgeborener Bastard? Ich gewöhne mich schon dran. Was ist mit Ratzig? Hat er erklärt, warum er sich nicht schon vorher zu dir bekannt hat? Hat er. Ich denke, jetzt wird alles gut. Schön zu hören. Als Adliger freundet man sich lieber mit einem adligen Bastard an, als mit einem Schmied. Selbst ein ehemaliger Schmied kann ganz schön austeilen, junger Herr. Wie seine Rüstung glänzt. Was hältst du von Markgraf Jobst und seinem Plan? Nun, ich gebe zu, ich durchblicke all die Intrigen nicht ganz. Ich dachte, Sigismund sei der Teufel und Wenzel ein Märtyrer. Und auf der einen Seite Schurken, auf der anderen Helden. Ich dachte, wir befreien den König und alles wird wieder gut. Aber nun sieht alles viel komplizierter aus. Richtig. Ich hatte nicht erwartet, dass Adlige immer Engel sind, aber solche Abgründe ebenso wenig. Sie verhalten sich wie Kinder. Wie schaffen sie es, nach all der Hinterhältigkeit überhaupt noch miteinander zu reden? Das frage ich mich, ehrlich gesagt auch. Wusstest du eigentlich, dass König Wenzel ein so nutzloser Trunkenbold ist? Nein. Und um ehrlich zu sein, wollte ich es auch gar nicht wissen. Ich schlief besser, hey, als ich dachte, Heinrich, dass mich ein weiser und mächtiger König beschützt. Ich auch. Welch eine Welt, in der man nicht mal etwas auf den eigenen König geben kann. Andererseits waren die Zeiten unter ihm besser als nun, da er fort ist. Das ist wohl wahr. Was hältst du von Sigismund? Ich hätte schon viel früher die Nase voll von seinem Bruder gehabt. Aber er ist ein Monster. Sieh dir nur an, was seine Horden anrichten, was sie mit Skarlitz gemacht haben. Das ist wahr. Andererseits wäre nichts davon passiert, wenn Wenzel und Prokop ihn nicht hintergangen hätten. Er musste Skarlitz nicht gleich abbrennen. Ja, aber er konnte die Verräter nicht einfach gewähren lassen. Und dennoch, ich verurteile seine Tat. Er ist ein Wiesel. Oh ja, das ist er. Was für ein schönes Ende. Leute, weißt du etwas über Prokop? Wollte nicht am Weg reiten? Der Hanusch könnte dir da einiges erzählen. Wieso? Letzten Winter versuchte ein gewisser Ritter, Herr Johann Sokol von Lamberg, die Stadt Iglau zu besetzen, die unter der Befehlsgewalt keines Geringeren als Prokop stand. Jetzt habe ich ihn wieder auf den Weg geschoben. Zu tun? Naja, er war damals dabei. Natürlich würde er das Jobst gegenüber nicht erwähnen. Und was wollten sie erreichen? Sie wollten eine Stadt besetzen, die auf Seiten der Herrenvereinigung steht. Aber obwohl sie mit mehreren hundert Mann anrückten, gelang es nicht. Plötzlich sind sie alleine. Sie kamen nicht an den Iglauer Frauen mit ihren Mistgabeln und ihrem kochenden Wasser vorbei. Oh. Wer hätte gedacht, dass Hanusch so ein Rebell ist? Und hast du schon einmal von Ruprecht von der Pfalz gehört? Ja. Er schafft es nicht einmal, einem König die Macht abzunehmen, der sie gar nicht haben will und nicht verteidigt. Kein Mann, der das Zeug zum Regieren hat, wenn du mich fragst. Mehr muss man nicht wissen.
Möchtest du weiterreiten? Herr? Und dieser Bergo, zu dem wir reiten, weißt du irgendetwas über ihn? Ich habe kaum Gutes über ihn gehört, aber manche Adligen bewundern ihn offenbar dennoch. Seine Burg soll sehr beeindruckend sein. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Ja, ich auch. Warum bist du plötzlich weg? Ja! Was ist jetzt los? Gerade ganz zum Schluss ist das Spiel... Also, ich habe eigentlich noch nie so viele Bugs jetzt eigentlich gehabt bei einer Mission wie jetzt gerade. Das war jetzt ja wohl höchst seltsam. Hat den Weg nicht gefunden, ist in der Mauer stecken geblieben und jetzt hat er sich irgendwo hingebeamt. Also, kann man getrost sagen, das war vermutlich nicht so gedacht. Aber was soll's? Wir holen ihn schon noch ein. Hier steht ein Pferd ganz allein. Ah. Hier ist das Lager, das ich ganz zu Beginn gefunden habe. Und hey du! Ergib dich! Rühr dich nicht von der Stelle! Ach. Du Gauner! Das musste er sein. Frischer Tat ertappt. Tatsächlich? Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Das werden wir noch sehen. Das reicht. Mach so weiter und du verfluchst den Tag, an dem du mir begegnet bist. Aber ich habe nur... Das ist ein Missverständnis. Verzeih, du kannst gehen. Natürlich kann ich. Was willst du eigentlich? So, jetzt sind wir hier. Nicht weit weg von Ratai. Ein Pferd, das hier einfach geht. Am Stand. Also man merkt, das war das letzte, an dem sie gearbeitet haben und wofür sie am wenigsten Zeit hatten. Nee, aber das ist doch ein tolles Bugfest so zum Abschluss, oder? Ich meine, das ist doch, das ist ein Pferd am Laufband. Aber geile Bewegungen, muss man schon sagen. Das haben sie cool gemacht. Die Pferde sind überhaupt die schönsten Pferde eigentlich, die ich in einem Computerspiel bis jetzt gesehen habe. Besonders weil die Augen auch so schön glänzen, wie echte Pferdeaugen. Ja, okay, genug von diesem am Stand gehenden Pferd. Wir reden jetzt mal mit Herrn Hans. Wie sieht's aus, Heinrich? Können wir los? Bist du bereit? Was wollte ich denn noch fragen? Ich habe da noch einige Fragen. Was genau ist diese Herrenvereinigung? Ein wohlhabender und aufgeblasener Haufen. Das haben wir zwar schon gefragt. Der König mag sie wohl nicht besonders. Er umgab sich lieber mit Adligen niederen Ranges, zum Beispiel mit deinem Vater. Ich kann ihn verstehen, weißt du. Aber die Adligen waren wenig erfreut über ihren schwindenden Einfluss. Also handelten sie. Wäre ich Wenzel, hätte ich sie nach der ersten Entführung hängen lassen. Aber stattdessen gab er ihnen Macht im Provinzialrat. Kein Wunder, dass sie es wieder versucht haben. Okay. Aber sicher doch. Endlich komme ich mal raus und sehe mehr vom Land. Recht so. Na dann, legen wir mal los. Endlich habe ich das Gefühl, mal etwas Sinnvolles zu tun. Wir helfen bei der Rettung des Königs. Anstatt diesen gekrönten Saufbold zu retten, würde ich lieber das Schwein ausfindig machen, das meine Eltern ermordet hat. Ich will mein Schwert zurückholen. Diesen Bastard damit aufspießen. Kopf hoch, Heinrich. Ich bin mir sicher, dass du den Kerl erwischen wirst. Und das bestimmt schon bald. Auf geht's, Männer!
Audentes Fortuna Juvat! Ja, das war der Epilog. Das Spiel ist zu Ende. Den Abspann, den konnten wir ja eh schon bestaunen. Kommt hier jetzt noch irgendwas? Ich denke nicht. Zumindest erwarte ich jetzt nicht, dass noch etwas kommt. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn sie aufhören würden. Und man noch diese Burg sieht, diese schöne. Drücke E, um fortzufahren. Das ist jetzt wie, als wäre ich gestorben. Okay. Das war's, liebe Leute. Das war Kingdom Come Deliverance. Wir haben es geschafft in... wie viele Folgen sind das jetzt? 73, 74, 75 Folgen, sowas ungefähr. Kingdom Come Deliverance durchzuspielen, das war die Hauptquest. Wir haben hauptsächlich Hauptquests gemacht, eher weniger Nebenquests, aber ja, hat doch ganz schön lange gedauert. Wir waren ja hier jetzt einige Stunden am Spielen und es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ich habe euch vorher schon viel dazu gesagt und deswegen mache ich das jetzt kurz. Es ist ja auch schon mehr als eine Stunde jetzt, dieses Let's Play, das letzte. Und deswegen verabschiede ich mich und wir sehen uns irgendwann einmal wieder zu einem weiteren Let's Play. Was ich genau auf diesem Kanal jetzt weitermache, das weiß ich gar nicht. Aber vielleicht spiele ich ja, vielleicht suche ich mir ja irgendwelche Spiele und spiele einmal wieder irgendetwas. Und sonst, wer mich nur von diesem Kanal jetzt kennt, ich habe ja noch einen weiteren Kanal. Und zwar heißt er Simon Wackerle und da geht es um Bartwuchs, aber auch andere Sachen lade ich darauf und andere Videos. Und da kann man mich weiter verfolgen. Also, wir sehen uns irgendwann und irgendwo. Bis dahin. Servus. Over and out.